Willkommen bei War Thunder. Wir haben hier die britische V156B1, was im Endeffekt nichts anderes ist als ein Exportflugzeug der USA. Und ja, ich bin absolut kein Freund von diesem Flugzeug. Es hat sich tatsächlich gut angefühlt zu fliegen. Natürlich jetzt nicht im Dogfight, dafür sind wir gleich ein sehr großes Ziel, was keine exzellente Manövrierbarkeit hat. Wobei es wiederum nicht so grausam ist. Es gibt schlechtere Flugzeuge. Aber es ist nicht das ideale Dogfight-Flugzeug. Wenigstens hat es vier, wenn ich mich recht entsinne, vier gute Kaliber 50 MGs. Oder zumindest vier MGs an sich. Was in seinem Battle-Rating schon mehr ist als manch ein deutsches Flugzeug. Wenn ich jetzt so an die Stuka-Varianten denke oder andere deutsche Flugzeuge, die Bomben tragen, die ein oder anderen Flieger davon haben, ein einziges MG. Damit macht dieses hier mit seinen 4 MGs schon ein bisschen mehr her. Und ja, Heckschütze ist halt typisch zu dieser Zeit bei manchen Flugzeugen. Hätte man darauf verzichten können, ein einziges MG als Heckschütze ist. Naja, man hat es gesehen, es kann seine Arbeit machen. Wir suchen uns gerade einen Target für unsere Bomben aus, haben es gefunden. Hab vielleicht ein bisschen zu früh die Bomben gedroppt. Aber hey, hab den ersten nur angehittet, den ich treffen wollte, hab den zweiten bekommen. Danach geht's wieder direkt nach oben, gucken, ob wir irgendwelche Luftziele haben. Ich meine, dafür sind wir auch noch da, für den Dogfight oder so, wenn wir was kriegen. Komplett drauf konzentrieren wollte ich mich nicht. Dogfight-technisch, ah Mist. Ja, diese kleinen Bomben, die man dabei hat, die machen meistens nicht sehr viel Schaden. Da muss man dann wirklich die größere am besten droppen oder die kleinen gar nicht mitnehmen. Aber da deutscher Panzer 3, der ist eben ein bisschen schwerer zu knacken mit Bomben, habe ich kennengelernt. Aber mit der richtigen Bombe knackt man selbst den. Da habe ich mich ja mit den Amerikanern, als ich die gespielt habe für die USA-Woche, habe ich mich ja dumm und dämlich mit den amerikanischen Bombern gespielt. Aus dem simplen Grund, da ich diese 45-Pound-Bombs absolut nicht hinbekommen habe, mit Panzer zu knacken. Am Anfang hatte ich so Probleme damit, einen Panzer zu knacken. Das hat am Ende zwar geklappt, aber am Anfang war es eine Hölle. So, jetzt sind wir hier gerade am Brennen. Und ich dachte mir so einfach, ich nehme einmal mit, wie ich eine Notlandung mache. Weil diese Punkte, die man ja bekommt dafür, wenn man landet, habe ich mir so gedacht, ich stürze eh ab. Mein Flugzeug ist eh im Arsch, mein Motor ist Schrott. Ne, mein Motor funktioniert sogar noch, aber Sprit ist leer. Alles brannte, wir sind einfach nur eine Zielscheibe. Da kann ich auch einfach hier landen. Auf dem Feld. Nehme mir noch meinen Landebonus mit. Bam. So, jetzt aber wieder Attack-Mode. Wir sehen ein feindliches Flugzeug. Hasty. Weil ich mag es trotzdem. Wow. Der hat vor meiner bloßen Präsenz schon Angst gehabt. Aber ich mag es tatsächlich sehr gerne. Mit diesem Flugzeug auch im Luftkampf zu sein. Aber ich habe mit dem Flugzeug gespielt und gespielt. Oh Mann. Richtig bei rumkam, nicht sehr viel. Das ist alles, was dabei rumkam, bei tagelanger Suchterei von dem Flugzeug hier. Ich glaube, das sind tatsächlich einfach nur irgendwelche. Ich glaube nicht mal, dass das ein Kaliber 50 ist. Ich glaube, das ist einfach nur 762 Brownings. Ich weiß es nicht genau. Weil wir machen relativ wenig Schaden, aber ja, einfach nur MGs ist halt ein bisschen weak. Kanonen sind schon besser. Wir kommen noch nicht mal hinterher bei der Stuka gerade. Aber gut, wir müssen einfach nur weiterschießen. Früher oder später kriegen wir sie. Aber das ist so die Sache, die ich habe bei diesem Flugzeug. Es ist. Zum Bomben ist es gut. Wenn wir hinter jemanden kommen, der nicht unbedingt sehr wendig ist, können die MGs natürlich auch was machen. Dann sind die MGs natürlich auch nicht schlecht. Aber so einen direkten Gegenflug gegen irgendwas anderes, im BR von dem hier, da kann uns auch irgendwas mit einer Kanone entgegenkommen und dann sind wir ganz schnell kaputt. Man sieht die Stuka halt einfach zu viel aus, also so für richtig Dogfight, ich weiß nicht, selbst mit den 4 MGs, die wir haben, fühlt sich das einfach nicht gut an, für das, was es ist. Es ist ein solides Flugzeug, ich habe ja echt nichts gegen das Flugzeug an sich. Aber irgendwie werde ich einfach nicht warm damit im Dogfight-Modus. Da lässt es ein bisschen zu wünschen übrig. So. Eine dicke Bombe abwerfen und leider
der Bike ist. Aber, ja, darf ich noch mitbekommen. Und jetzt sind wir hier auch schon im letzten Clip. Kurz spähen, was das für ein Fahrzeug genau ist, ob sich die große Bombe da rentiert. Tut es. Ja, haben wir dann mit dem MG nicht kaputt bekommen, weil das MG nicht sehr potent ist. Und Fahrzeug ist gone. Wohl eher Bomber-Clips anstatt Dogfight-Clips, also erwartet man, das ist jetzt nicht der beste Fighter. Deswegen haut rein, eurem Skip. Ciao.